Hallo bei Feuervogel TV. Aus dem Plan Heimsieg gegen Team aus dem Tabellenkeller wird der Plan Satz mit X. Tübingen ist zu Gast und am Ende ist die Stimmung bei den Phoenix-Fans eher so mittel. Wir hatten heute eine große Chance, uns als Team weiterzuentwickeln. Aber heute haben wir nach der 17-Punkte-Führung salopp gesagt einen Gang rausgenommen. Man spielt ja gegen eine Mannschaft, die 5 Spiele in Folge verloren hat und wir führen mit 17 im zweiten Viertel. Alles super. Und genau das darf einem nicht passieren. Weil wir die entscheidenden Sachen, wo man erkennen kann, dass wir da sind, nicht gemacht haben. Die NRW Arena ist einmal mehr ausverkauft und die Fans hoffen nach dem Überraschungscoup gegen Oldenburg auf einen weiteren Sieg und freuen sich erstmal für einen Spieler des Gegners, Johannes Liszka, 6 Wochen nach seiner Tumoroperation wieder dabei. Unglaublich. Der Start bei beiden Teams nervös und hakelig. Larry Gordon deutet aber schon mal an, dass er heute einiges vorhat. Er ist am Ende Topscorer mit 19 Punkten. Beide Teams tun sich in dieser Phase nicht viel, was technische Fehler und getroffene Körbe angeht. Das Ganze ist ausgeglichen. Am Ende führt Tübingen mit einem. Das zweite Viertel läuft viel besser, vielleicht zu gut für Phoenix. Henry Dugard mit dem Fastbreak und Keith Ramsey mit der Nachsorge am Korb. Phoenix macht richtig Alarm. Für Johannes Liszka der Zeitpunkt für sein Comeback und 3 ganz besondere Minuten für ihn ganz persönlich. Phoenix zeigt sich aber wenig gefühlsduselig. Die Hausherren bleiben fokussiert und schrauben den Vorsprung nach und nach auf 17 Punkte. Henry Dugard und Keith Ramsey verstehen sich dabei weiter bestens. Und wenn Dino Gregory nicht gerade den Monsterblock auspackt, hängt er unnachahmlich am gegnerischen Korb. Irgendwie klappt in dieser Phase alles. Naja, fast alles zumindest. Mit 7 Punkten Vorsprung geht es in die Halbzeit. Wenn wir hoch führen, dann können wir das öfter nicht halten. Heute war es leider der Fall und in der zweiten Hälfte hatten wir eine Phase, ich glaube, wir haben 5 oder 6 Minuten lang nichts gescored. Und die hatten unter anderem Dreier, Layups, alles, was die machen. Also alles, was die wollten, haben die gemacht. Zumindest die Analyse von Nikita Katschenkov trifft. Auf dem Feld ist das immer seltener der Fall. Jedenfalls bei Phoenix. Die Wurfquote wird immer schlechter. Auch bei Keith Ramsey ist der Lauf weg. Es scheint, als hätten die Feuervögel den Fuß vom Gas genommen und würden jetzt das Pedal nicht wiederfinden. Die Tigers wittern ihre Chance und nutzen sie auch immer öfter. Heute mal Papiano.
Phoenix führt noch mit 2, ist aber auch zum Start ins vierte Viertel komplett von der Rolle. Tübingen spielt sich still und heimlich in einen kleinen Punkterausch und trifft jetzt fast alles, was bei Hagen wieder rausspringt. Eine ganz zappendustere Phase für die Feuervögel. Jetzt läuft unrund, was unrund laufen kann. Satz mit X, schreibt Bernd Krul später bei Facebook. Alle Versuche gegenzusteuern bringen keine Besserung. So wird nach und nach aus einer 17-Punkte-Führung im zweiten Viertel am Ende eine Niederlage mit 17 Punkten Unterschied. Nix geht mehr. Bezeichnend auch die letzte Offensivaktion von Moritz Krume. So einer geht normalerweise rein. Es gibt mehrere Gründe. Ich denke, Konzentration, auch wie der Trainer angesprochen hat, war einer davon. In der Defensive konnten wir die guten Spieler nicht stoppen. Ein Radkürzer darf keine 30 Punkte machen. Und wir selbst offensiv waren aus unserem Rhythmus, aus unserem System. Dadurch kamen keine Punkte zustande. Johannes, wie ist für dich gelaufen? Wie zufrieden bist du? Ja, sehr zufrieden, weil wir gewonnen haben. Meine Leistung kann man jetzt in 3 Minuten, wie lange ich gespielt habe, nicht wirklich was sagen. Aber ich bin froh, dass wir gewonnen haben. War wichtig für uns. Und ich hoffe, dass es jetzt weiter aufwärts geht mit den Tigers. Ja, einfach froh, wieder auf dem Feld zu sein. Das ist einfach der nächste Schritt wieder in mein normales Leben vor der OP. Und ja, ich war nicht ganz glücklich mit der Zeit, mit den 3 Minuten, aber ich konnte auch nicht wirklich helfen. Also es war jetzt ein Versuch. Wir müssen halt gucken, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Phoenix kann heute einpacken, wird aber zurückkommen. Nächste Gelegenheit, Bamberg, auswärts.